Hallöchen und willkommen zurück zur abgefahrenen Biker-Apokalypse. Freut mich, dass du wieder Gas gibst und mit dabei bist, wenn wir Zombies klatschen. Ich würde mich wie immer über eine kleine Bewertung freuen, wenn dir das Projekt gefällt. So viel dazu. Ich probiere was Neues aus, deswegen seid mir bitte nicht böse. Verdammte Krabbler. Los, verpisst euch, ihr kleinen Scheißer. Oh. Ja, da war ich wohl ein bisschen voreilig. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Ich bleib mal bei der Shorty. Also Shorty. Die Shorty ist ja die Kurzfassung. Oh. Du hast nicht das Geringste gesehen. Die kann man auch von hinten irgendwie umnatzen. Wir schauen mal, wie das Ganze... Ob das Ganze so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ich muss halt nur aufpassen. Wir haben ja unten rechts neben der Minimap diese kleinen, ja, Lautsprecher. Der zeigt uns an, ob wir laut sind oder nicht. Ups. Büsche. Hinter Büschen kannst du dich tarnen. Wenn du noch nicht entdeckt wurdest, bleibe mit Kreis in Deckung, um unentdeckt zu bleiben, und sorge für Steinen mit Ablenkung. Ich glaube, meine Art und Weise, also meine Vorlesetechnik, ist heutzutage nicht ganz so gut. Können wir den... Ah, Tarnangriff, okay. Dreieck. Ah, das tut bestimmt weh. Der Schaden ist zwar niedrig, aber dafür unzerbrechlich. Okay. Ich muss... Wohin? Wir müssen da vorne hin. Okay. Ist das was zum Looten da hinten? Sieht aus wie Kerosin. Ich guck mal eben. Und ja. Kerosin. Haha. Da habe ich direkt sofort Freitag der 13. Flashback, also der 2009er Film. Irgend so ein Vollidiot hat Jenny das Kerosin geklaut. Oder irgendwie so. Also der Zombie, der da vorne auf dem Zaun hängt, der ist ja auch ziemlich heftig dran. So, können wir den hier wegnatzen? Der knabbert noch an den Knochen. Oh, leise, 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 leise. Und bam! Ah. Okay. Wir müssen... Da vorne ist irgendwas zum Mitnehmen. Wir machen zwar Lärm, aber nicht so viel Lärm wie sonst, als wenn wir normal gehen. Hier ist wieder so ein Nest, okay. Ach, hier drinnen, okay. Haben wir Mollys? Mollys haben wir, wenn dann hier, ne? Nein, haben wir nicht, okay. Psst. Klar, liegt da mal ein Sägeblatt. Warum auch nicht? Ist vollkommen normal. Oh, Klopapier. Ist natürlich eine Bandage. Diese Bandage ist eine Blamage. Eine Flasche. Und noch ein paar Fetzen. So, da draußen ist auch noch was, aber das ignorieren wir mal, weil da sind Freaks. Zombies, ich weiß noch nicht, wie ich die genau nenne. Es sind Zombies. Die erinnern mich auch sehr stark an World War Z. Was für dieses Spiel natürlich nochmal ein riesen Pluspunkt ist. So, hätten wir Mollys, könnten wir die Nester ausräuchern. Aber wir kommen später sowieso nochmal hier vorbei. Oh cool, noch eine Flasche. Wir gehen erstmal auf Flaschensammlung. Ich versuche ein bisschen stealthy voranzugehen, ne? Also wer meine Spielweisen kennt, weiß, dass ich ganz gerne erstmal so ein bisschen stealthy gehe. Loslege. Und dann drauf losbreche. So, ich hoffe, die Lautstärke ist jetzt auch was besser. Ich habe mich ein bisschen was lauter gemacht, weil ich war in der ersten Folge ein bisschen leise. Da ich hier nicht an einem Stück aufnehme, sondern Live-Cuts mache, muss ich da ein bisschen... ein Baseballschläger. Achso, mit Dreieck. Okay. So, was haben wir hier oben? Eine Minibar wahrscheinlich. Mit... Wie kann... Warte mal, wie kann ich jetzt... Nahkampfwaffe... Ich nehme mal den Basie. Vorsichtshalber. So, hier nochmal Klopapier. Klopapier ist immer sehr gut. Und einmal raus. Oh,
Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Fuck, ihr seht mich wirklich nicht. Okay, da ist noch einer. Kriegen wir den weg ohne Probleme? Wir werden es sehen, wir werden es herausfinden. Ja, dürfte funktionieren. Davon ist eine sehr auffällige Pflanze. Okay, das brauche ich, sagte Deacon, ohne es zu sagen. Okay, ich würde gerne mal gucken, ob wir hier drin noch irgendwas finden. Ich meine, was wir mitnehmen können, können wir mitnehmen. Okay, den zweiten Baseballschläger brauchen wir nicht. Bandagen sind wir... Bandagen haben wir voll. Das heißt, wir brauchen kein Klopapier mehr. Was ist das denn hier? Frontier Motor Safe Kombination. Oh, okay, cool. Das heißt, hier gibt es irgendwo ein Safe. Ist nur die Frage, wo? Wahrscheinlich im Hauptgebäude des Hotels, ne? Ja, wir können nur einen Baseballschläger mitnehmen. Wir müssen da vorne hin, oder was? Habe ich hier eine Karte? Nein, das ist nicht die Karte. Oh, okay. Karte und Ziele. Wische nach rechts oder drücke R1, um die Karte anzuzeigen. Wähle unter verfügbaren Zielen aus und verfolge abgeschlossene Aktivitäten. Fertigkeitenmenüs. Wische nach unten und drücke R1, um die Fertigkeiten anzuzeigen. Verbesserungskategorien sind Nahkampf, Fernkampf und Überleben. Gott, Touchpad benutzen. Ich hasse Touchpad benutzen, ey. Inventarmenüs. Wische nach links oder drücke R1, um das Inventar anzuzeigen. Erhalte Informationen über Ausrüstung, Herstellung, Vorräte, hergestellte Objekte und Materialien, Rezeptkomponenten. Storymenü. Wische nach oben oder drücke R1, um die Stories anzuzeigen. Sieh dir aktive Stories, den Story-Fortschritt, Trophäen und Sammelobjekte an. Optionale Navigation. Drücke Touchpad, um die Menüs zu öffnen oder zu schließen. Du kannst entweder wischen oder R1 drücken, um durch die Hauptmenüs zu navigieren. Und meine PlayStation kriegt gerade voll den Kollaps. Oha. Nein, ich will... Karte. R1, okay. Boah, ich hoffe, man hört die PlayStation gar nicht. Die ist mega laut. Gut, lass mal. Ich denke mal, wir müssen da vorne in der gelbe Pfeil, da zeigt es an. Ich würde aber gerne den Safe noch finden. Hier geht's wahrscheinlich raus, ne? Ah nein, hier geht's nicht raus, okay. Hier ist der Safe. Ja gut. Und wir haben was drinne? Ein Attraktor. Ja, ich habe so ein komisches Schmatzen gehört. Was bitte ist ein Attraktor? Ist das so eine Art Traktor oder was? Ah, wir könnten einen Molly können wir herstellen. Oder, nee, zwei. Zwei Mollys können wir herstellen, wenn ich richtig gesehen habe. Spezialwaffen. Ach, das ist ein Ablenkungsding. Okay, alles klar. Okay. Hier vorne sieht's alles ganz gut aus. Noch nicht. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da müsste eine Benzinpumpe sein. Dann legt ein Zaun zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren. Die Teile, die die River bauen. Segel. Ja, und das heißt, dass sie hier irgendwo sind. Okay, Ripper sind wahrscheinlich... Was? Was habe ich in der Hand? Ich will meinen Baseball... Hallo? Schrotflinte und bitte den Baseballschläger. Das wäre mir sehr genehm. Nur vorsichtshalber. So. Nicht wundern, wenn ich am Anfang noch ein bisschen was ruhiger bin. Das ist Schalldämpfer. Ah. Bringe deine Waffe mit einem Schalldämpfer zum Schweigen. Wähle eine kompatible Waffe im Überlebensrad aus und drücke R1 zum Anbringen. Ich würde sagen, wir nehmen die hier, ne? Anbringen. So. Ja, ein provisorischer Schalldämpfer. Wollte eigentlich, hat er jetzt einen Schall. Achso, das ist Kantholz, okay. Das Holz hat eine Kante, wetten. So, Benzin haben wir hier, das ist gut. Das brauchen wir später für unser Bike. Bringt uns jetzt allerdings gar nichts. Wir könnten jetzt ein paar Mollys machen, ne? Aber mache ich erstmal nicht. Wir haben erstmal was anderes zu tun.
So, wir müssen ja vorne rein, okay. Aber erst ein bisschen umgucken. Ich gucke mich hier natürlich ein bisschen um, ne? Das sollte legitim sein. Ist ein Open-World-Spiel, aber ich werde jetzt nicht penibel alles abgucken oder sowas, ne? So, gut, Scheinwerfer geht hier nicht. Gut, ich verballer da jetzt keine Munition, ehrlich gesagt. Ob das wirklich so einfach ist? Oh cool, wir haben was? Ein Medikit. Oh nice. Medikits sind sehr gut. Den Kofferraum wollen wir gar nicht öffnen. Ja, okay. Also Kinderzombies gibt es anscheinend. Oh, ein bisschen Schrott. Ja, Schrott, sehr gut. So, 4 Schrott, okay. Crafting-Menü haben wir ja auch. Okay, wir hätten auch hier lang gehen können, alles klar. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier hoch müssen, weil der Pfeil da oben ist. So. Mein Hobby, Kinder verprügeln. Ja, sehr schön. Da nehmen sie noch mehr. Ja, so ist es gut. So. Die Nahkampfwaffen gehen auch kaputt. Und zack. So. Kinder verprügeln ist mein Hobby. So. Okay. Also Zombie-Kinder, ne? Nicht jetzt hier verwechseln, ne? Zombie-Kinder. So. Oder böse Kinder. Die werden dann mit der Unartig-Liste verprügelt. So, ich gehe mal davon aus, dass wir hier durch das Loch runter müssen, ne? Und zack. Hey, mein Freund. Oh, bist du süß. Hier, komm. Ich spiele eine Runde Baseball mit dir. Weil dein Daddy es nie mit dir getan hat. Also mit dem Baseball gespielt hat. Mann. Okay, gerade ist das jetzt... gerade muss ich echt aufpassen, was ich sage. Das wird mir am Ende noch zum Verhängnis. Das wollen wir ja nicht. Also ich will es zumindest nicht. Ob du das da draußen willst, das... weiß ich nicht. Will ich auch ehrlich gesagt gar nicht herausfinden. Wir können unsere Sachen auch tatsächlich wieder reparieren. Ne? Das weiß ich. Ich habe mich schon ein bisschen informiert über das Spiel. Wie ging das nochmal? Ging das hier noch schon? Nee, ne? Nee, ich glaube, das ging hier noch gar nicht. Okay, wir können hier nochmal erkunden. Was haben wir hier drin? Munition. So, Pistolenmunition. Ein Schuss. Oh, bloß nicht so viel. Was? Toller Mann gesucht. Tourismus, was? Schön. Auch hier bei dir. Muss doch irgendwo eine Benzinpumpe sein. Auch hier bei diesem Spiel. Gilt wie immer die Devise, ich lese nicht alles vor. Ne? Ich spiele das Spiel ja, um zu spielen und nicht um zu lesen. Manche Sachen lese ich vor, aber nicht alles. Okay, da müssen das Ding angucken. Machen erstmal hier die Motorhaube auf. Deacon? Willst du bitte... Ah, jetzt. Gott, wenn ich so viele fette Ringe an hätte, ey. Da wäre ich der Herr der Ringe. Okay. So, hier ist das Bike. Na, ob das so einfach ist? Bist du da? Ich hab das Teil. Ich gehe jetzt zum Highway. Dick! Ripper! Ripper! Nein, 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 nein! Ah! Ah! Scheiße! Ripper? Boozer? Boozman? Verdammt! Okay, das klingt nicht gut. Ich komme. Wir laufen mal eben kurz. Auch wenn ich das am liebsten das Ding hier erstmal in den Kofferraum looten will. Ich höre sie. Diese Tattoos sind tote Symbole eines toten Mannes. Tote Symbole der Verirrten. Runter von mir! Ihr scheiß Arschlöcher! Du musst hinabsteigen, Bikermann. Denn du bist verirrt und wir gefunden. Wir zeigen ihn dir. Du bist keiner der Gefundenen. Du bist der Verirrte. Du bist verirrt. Steig hinab. Steig hinab. Leck mich. Hinab.
Deckung. Geh hinter etwas in Deckung, indem du dich daneben duckst. Drücke Kreis, um dich zu ducken oder aufzustehen. Boah, was für kranke Wichser. Scheiße. Schulterwechsel. Ja, das haben wir schon herausgefunden. Ich bin Schotti. Ey, mein Freund. Hey, hier drüben. Ihr Dreckskerle. Weg von ihm. Ihr Arschlöcher. Kommt schon. Was? Und bam. Die lebt immer noch. Alter, dass Frauen zäh sind, wusste ich, aber so zäh. Krass. Usa, ich töte sie alle. Usa, komm. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Komm, ich helf dir hoch. Nein, es geht nicht. Los, hoch. Scheiße. Wir müssen weg, Mann. Als ob sie mich erwartet hätten. Fuck. Die kommen. Die kommen ganz plötzlich. Okay. Mein Arm. Nicht hinsehen. Mein scheiß Arm. Im Ernst. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Los, steig auf. Scheiße. Los, los. Oh mein Gott, boah, ich will gar nicht wissen, welchen Grades die Verbrennung hat, ey. Boah, dringend ist geil in der Ladesequenz tatsächlich. Aber heftiger Scheiß, ey, boah. In der Apokalypse drehen die meisten einfach voll am Rad. Warum auch immer, kapiere ich nicht. Vielleicht kannst du mir irgendeiner mal erklären. Klar, keine Regeln, kein Gesetz und so ein Scheiß, aber ernsthaft, das ist wirklich sick. Hardcore ass badass sick. Das ist eine lange Ladesequenz tatsächlich. Warum auch immer. Mann, ich dachte, wir kommen nie an. Hey, warum wartest du nicht hier und ich sehe nach, ob alles okay ist? Vergiss es. Da wartet ein Bett auf mich. Okay, alles beim Alten hier. Was? Es gibt ja auch nicht viel zu klauen. Ich werde mich wohl noch mal vorstellen. Oh Gott sei Dank. Ich gehe raus und hol mein Bike. Ich suche was für deinen Arm. Kommst du klar? Ja. Gut. Ja. Ich sehe beim Neuro-Kontrollpunkt nach. Die haben bestimmt Verbandszeug oder Schmerzmittel. Lass mein Bike nicht da. Nein, ich werde zu Fuß gehen, solange es draußen noch hell ist. Hey, ich habe Munition, wenn du was brauchst. In der Truhe an der Tür. Danke. Hey, lass meine Flinte hier. Boozer. Also gut. Nimm sie. Danke, Mann. Ich fühle mich ohne sie so nackt. Oh Mann, der Typ hat eine engere Beziehung zu seiner Flinte als zu Deacon. 6% erst mein Bruder. 4% in Stücke gerissen. Okay, das mit den Storys kapiere ich irgendwie nicht, wie die aufgebaut sind. Primärwaffe, Handwaffe, neue Objekte. Okay, die haben wir ja aktuell dabei. Spezial. Eine Armbrust. Ja. Je mehr Bolzen du herstellen kannst, umso vielseitiger wird die Armbrust. Eignet sich besonders für Tarnangriffe. Das Nachladen der Armbrust dauert länger. Ja, es ist üblich. Aber eine Armbrust, da können wir eigentlich auf Daryl Dixon machen hier. So. Okay, 3 Bolzen. Wo ist die Armbrust? Da unten, okay. Okay, ich kann hier drinnen keine Waffen ausrüsten, warum auch immer. Angst, dass ich Boozer erschieße, oder was? Booze ist doch eigentlich Alkohol, oder? Ich meine, Booze, ne? Also, hier kann ich jetzt eine Waffe ausrüsten, okay. Zielen... Sinken. Armbrustbolzen werden durch die Schwerkraft beeinflusst. Sie sinken auf dem Boden zu ihrem Ziel immer mehr zu Boden. Wenn du auf etwas weit Entferntes schießt, solltest du höher zielen, damit der Bolzen auch sein Ziel erreicht. Ja, das, Oh, verdammt. Das war jetzt voll. Okay, ich glaube, ich hole mal einen neuen Bolzen. Ich glaube, ich kriege einen neuen Bolzen. Kriege ich einen neuen Bolzen? Ich würde gerne einen Bolzen. Bolzen? Bolzen? Nein? Okay. Wo ist deine Flinte, Booze?
guckt nicht so grimmig. Ganz ehrlich, ich würde versuchen zu pennen, auch wenn ich höllische Schmerzen hätte. Aber okay. Wobei mit Schmerzen lässt es sich ja schlecht schlafen. Verdammt, Bruce. Dein Arm wird eben nicht wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Okay. Baseballschläger. Unser ist da ziemlich nieder... Ja gut, der hat 60%. Der hat 60 Scheiß drauf. Wir nehmen jetzt den, den ich... Den neuen ist immer mit hier. Schadet ja nicht. Also uns schadet er in der Regel nicht. Den anderen schadet er. So. Wir sollten uns aber auf jeden Fall ein bisschen beeilen, weil es hier gibt es auch einen Tag-Nacht-Zyklus. Ich muss aber erstmal gucken, wie zum Teufel komme ich hier raus? Hier? Ja, hier komme ich raus. So, dem seine Maschine darf ich nicht nehmen. Bolzen herstellen. Ambrosbolzen kannst du selber herstellen. Für das Holz benötigst du Zedernsetzlinge und Schrott für die Spitze. Kombiniere die beiden im Überlebensrad, indem du die Ambros-Kategorie aus erweiterst und Bolzen herstellen auswählst. Okay. Ich würde mal sagen, das ist das Ding hier. Oh, wie süß. Armbrust? Nein. Okay, ich bin... Was zum Teufel? Usa, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung. Ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Okay, jetzt können wir wieder herstellen, ne? Armbrust, Bolzen herstellen. Okay, so, das haben wir wieder 10 Stück. So. Daryl 2.0 ist unterwegs. Ich glaube, Lebensenergiezeige dürfte noch reichen. Gott, mit Pfeil und Bogen kann ich ein bisschen besser schießen als mit Armbrust, muss ich gestehen. Der Typ entkommt uns nicht. So lahmarschig wieder ist. Oh, schalt einfach. Als ob denen das nie aufgefallen ist. Okay, das sieht man durch den Wald nicht, aber trotzdem. So. Tarnung, Markierung. Verwende das Fernglas mit Steuerkreuz oben und drücke R2, um Gegner zu markieren. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegungen leichter verfolgen. Verfolgte menschliche Gegner zeigen ihre Aufmerksamkeitsstufe an. Ganz gut. Ich würde sagen, wenn es dunkel wird, legen wir die Scheißkerle um und machen es uns gemütlich. Naja, die werden Waffen haben. Der eine von beiden sah ziemlich lediert aus. Wir packen das. Ja, scheiß auf euch. Das werden wir noch sehen, ob er es packt, meine Freunde. Okay. Hier war noch ein dritter irgendwo. Den würde ich erstmal gerne noch erkundschaften. Und das ist natürlich ein Freaker. Ist das ein Busch? Nein, ist kein Busch. Zack. Hier sind noch mehrere sogar tatsächlich. Das war's, glaube ich, ne? Okay, es sind zwei von denen. Und es wird ziemlich schnell dunkel tatsächlich. Okay. Wie immer versuche ich ein bisschen stealthy. Erstmal. So. Das heißt, müsste eigentlich so funktionieren, ne? Hier ist jemand. Das lief nicht so gut. Kann ich mich irgendwo noch woanders verstecken? Ich laufe mal kurz hier hoch. Und hier ist noch ein Büschlein, okay. Busch, Busch, beweg dich. Ich warte erstmal, bis sie weg aufhört, aber ich will ein bisschen stealthy unterwegs sein. Natürlich kommen sie natürlich hier hin. Nein, hier ist nichts. So. Vorsichtshalber nur. Natürlich hinter Felsen. Ach, so ein Drecksack. Oh, und da wurde einer nur mit zwei Armbrustbolzen erschossen und da ist nichts. Okay, das ist der Einzige, der noch uns noch sich sucht. Das heißt, wir könnten den gegebenenfalls ausschalten.
Okay, es sieht ganz gut aus. Ich muss trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Ohohoho. Was war das für ein Geräusch, ey? Na? Scheiße! Ah, looten. Ich liebe es, Gegner zu looten. Sterilisierungsmaterial. Oder Mittel. Okay. Zwei hätten wir. Der eine lief besser als der andere. Hä? Wie jetzt? Ich würde gerne die Armbrust benutzen. Da muss aber dafür stehen bleiben. Was zum? Das war ein Headshot voll in die Fresse. Oh, aua. Ah, der hat bestimmt morgen fett Kopfschmerzen. Wenn es für ihn einen Morgen gäbe. So. Okay. Dann gucken wir, ob wir den da hinten rauskriegen. Da vorne ist noch ein Crawler. Ein Kriecher, was auch immer. Ja, den erwische ich natürlich nicht. Die sind natürlich alle hinten. Ich muss sie natürlich alle ausschalten. Das natürlich. Das zwingt mein Ehrenkodex mir auf. So, vorsichtig. So, vorsichtig, vorsichtig. Gut, die wandern da unten rum. Die hatte gerade den heftigsten Orgasmus ihres Lebens. Also klang für mich jetzt so. Okay. Ich loote schon mal ein bisschen. Ah ja, okay, das gucken wir uns gleich mal an. So, da ist einer und da ist die andere. Ah, Mist. Wenn die sich bewegen, ist das ein bisschen doof. Die geht natürlich dahin jetzt. Ernsthaft mal, könnt ihr mal bitte... Wow. Verdammt, Mann! Die hat's erwischt! Ich krieg dich. Ach, shit. Munition übrig. Na, er lebt noch. Okay, das lief jetzt nicht so gut. So. Das war der letzte. Das lief nicht so gut tatsächlich, muss ich gestehen. Gefolgt sein. Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Wie sollen die sich verpissen, wenn sie tot sind? Rose, ich habe ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt. Es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. So, ich will natürlich erstmal hier umgucken, noch looten. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, wäre importante. Und eine Axt. Haltbarkeit ist natürlich... nee, komm, ich bleib bei dem Basie. Ob wir den mit Stacheldraht noch ummanteln können? Das wäre eine Lucille. Hieß die so? Lucille? Oh, hier ist noch ein Medikit. Cool. So, was haben die hier? Besser als nichts. Oh yeah. Oh yeah. Schneller Waffenwechsel. Tippe Dreieck an, um schnell deine Primärwaffe zu wechseln. Halte R Dreieck gedrückt, um schnell zu deiner Spezialwaffe zu wechseln. Schnell ist was anderes, aber okay. Erstmal erkunden hier. Achso, das ist Looten. Ach, das sind Toten. Ich dachte... Toten. Das sind Toten. Ich dachte, das wären generell Leichen jetzt so. Aber okay. Gut, hat ein bisschen was länger gedauert. Sorry dafür. Aber ich will natürlich gucken, dass wir so ein bisschen ja, vorsichtig erst einmal. Wir werden früher oder später sowieso noch richtig fett aus dem Maul kriegen. Da kann man so alles andere ein bisschen... Verdammte Freaker. Schwärmer sind lichtempfindlich. Fressen hauptsächlich nachts oder bei schweren Unwetter. Okay.
So. Dead End. Den Motor habe ich hier noch eben. Und was ist das? Ein Schalldämpfer wieder? Spezialschalldämpfer. Wahrscheinlich für die Armbrust. So spezial sind das. So, ich guck mal, ob ich irgendwie den Freakern so ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Ja, das wird schwerer als gedacht, glaube ich. Oh, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Da hat irgendjemand seinen Teller nicht aufgegessen. Wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Auch gut, wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Das sind so zwei Aussagen, die irgendwie überhaupt nicht zusammenpassen. Entweder man weiß, wo man ist und man ist dann bald da. Oder man weiß nicht, wo man ist und dann ist man nicht bald da. Und ich komme hier nicht weiter. Ich kann hier nicht rüberspringen. Okay. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Kann das sein? Ja, ich werde, glaube ich, einen Hügel hoch müssen. Kann der Gute klettern? Nein, der Gute kann nicht klettern. Warum auch immer. Warum sollte man auch klettern können? Wird vollkommen überbewertet. An den zwei muss ich wahrscheinlich vorbei, ne? Ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Ah, da sind vier Stück da. Gucken, ob ich ein bisschen umgehen kann. Ich muss zu meinem Bike. Ja. Ich bin fast da. Ja, 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 ganz ruhig, Deacon. Ganz ruhig. So, ich sprinte mit Absicht nicht, weil wir eben halt nicht so viel Ausdauer haben. Weil wir sind Biker und Biker haben generell nicht viel Ausdauer. Kann nicht mehr weit sein. Oh, komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Du musst doch wissen, wo du bist. Okay, hier ist auf jeden Fall das Schild. Hier war's. Genau hier haben wir es abgestellt. Ja, danke für die Info und es ist weg. Na supi. Mein Bike ist weg. Fuck! Verdammt, Copeland! Hey, du bist aus Copelands Camp! Zum Teufel ist mein Bike! Hey, stopp! Halt, verdammt! Ich hab dein Bike nicht, Mann. Ehrlich. Ich bring dich nicht um! Halt an! Verdammte Scheiße! Du musst Copeland fragen. Ich weiß nicht. Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab nichts gemacht! Oh Gott, verdammt. Okay, jetzt werde ich dich umbringen. Okay. Usa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein. Copelands Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Okay, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es darum geht, Zombies zu klatschen oder unser Bike zu finden. Macht's gut. Bis dahin. Tschö mit Ö.